Hallo Leute. Hallo. Heute zeigen wir euch mal die Hauptstraße von Flick and Flack. Ja, einmal hoch und runter. Was es hier für Läden gibt und so weiter und so fort. In diesem Video sind wir am Ende des Ortes Flick and Flack. Und wir laufen jetzt einmal den Strand hoch. Und zeigen euch, was es hier alles Tolles gibt und wie der Strand ist. Ihr habt hier im Wasser immer solche abgesperrten Bereiche, die sind sicher. Hier könnt ihr sicher schwimmen, baden, wie auch immer, auch mit euren Kindern. Da kommen keine Boote rein. Dahinter fahren aber die Boote lang und da müsst ihr dann schon aufpassen bzw. euch gut sichtbar kleiden. Da hinten ist die letzte Kurve. Und der Ort Flick and Flack sozusagen zu Ende. Hier habt ihr Parkplätze am Strand. Wenn ihr mit dem Auto hierher fahrt, weil ihr nicht direkt hier im Ort wohnt, könnt ihr hier auch gut parken. Und hier gibt es schon den ersten Streetfood-Stand. Hier bekommt ihr so lokale Sachen wie Boulette, Min, also die Nudeln, Reis, Fried Rice und so weiter, Halim. Und es gibt hier einen zweiten Streetfood-Stand. Mit genau den gleichen lokalen Spezialitäten. Und hier habt ihr einen öffentlichen Grill. Ihr könnt euch Holzkohle mitbringen und selber grillen. Der Grill liegt im Übrigen direkt am Strand. Damit ihr nicht alles dreckig macht, haben sie extra für euch hier Mülleimer aufgestellt. Da könnt ihr alles drin entsorgen und es fliegt dann nicht umher. Im Übrigen werden gerade die Auffahrten zu den Parkplätzen neu gepflastert. Wow! Und im Hintergrund habt ihr viele, viele Apartmenthäuschen, wo ihr direkt am Strand wohnen könnt. Und ihr findet hier immer viele, viele Bäume, die euch Schatten spenden. Dann kommen noch mehr Streetfood-Stände, die aber gerade geschlossen sind. Vielleicht machen sie nur am Wochenende auf, wenn hier voll ist. Übrigens ist ja alles kameraüberwacht am Strand. Hier vor uns haben wir ein abgesperrtes Gelände. Hier werden scheinbar neue Bäume gepflanzt, um den Strand zu schützen. Es geht bestimmt so 200-300 Meter weit. Hier habt ihr mal einen Strandabschnitt mit sehr schönem feinem Sand. Also wer baden will, sucht sich so einen Strandabschnitt aus. Als nächstes kommt hier eine Zweigstelle der Strandbehörde, Strandaufsicht und öffentliche Toiletten und auch Duschen. Die Toilettenhäuschen sind hier bewirtschaftet mit Servicepersonal und auch sehr sauber. Unter keinsten Umständen dürfen hier die Eiswagen fehlen. So, von hier an fängt der Hauptstrand an.
Ihr habt ja auch mehr Streetfood-Stände, die regelmäßig oder unregelmäßig den Tag über geöffnet haben. Ihr habt hier Unterstände und natürlich zum Schluss auch den Stratus. Nur für den Fall, dass ihr mal nach Hause telefonieren müsst, gibt es ja auch Telefonzellen. Und der Knaller ist, da sind wirklich Telefone drin. Hier habt ihr ein paar hundert Meter, auf denen ein Restaurant nach dem nächsten ist und wo ihr euch durchfressen könnt. Die Restaurants haben an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Öffnungszeiten geöffnet. Also muss man ein wenig gucken, welches wann wo geöffnet hat. Ihr findet hier auch Tourbüros und so eine Art Kiosk, der bis 0 Uhr nachts geöffnet hat. Streetfood. Und was gibt es hier? Lokale Spezialitäten. Fried Nudeln, Reis und Bulette. Das hier ist eine Art Veranstaltungshalle. Hier könnt ihr heiraten, Konferenzen machen, Veranstaltungen und so weiter. Neben dem Veranstaltungssaal findet ihr einen Imbiss und ein kleines Kiosk. Wie schön, dass man hier immer einen Local trifft, den man fragen kann. Also dieses Klotz hier ist ein alter Ofen von einer Zuckerfabrik. Dann kommen wieder ganz tolle Grillmöglichkeiten direkt am Strand. Mittendrin kommt dann der große Friedhof von Flick and Flack. Das ist vielleicht 200, 300 Meter lang. Und dann kommen wieder Restaurants. Gegenüber vom Friedhof habt ihr dann eine Art Wald, wo sehr viel Schatten ist. Und ihr am Strand trotzdem baden könnt. Die Badestrände sind mit Bojenketten abgetrennt. Hinter diesen Bojenketten fahren die Boote. Es gibt allerdings auch Strandabschnitte, wo diese Bojenketten fehlen. Da bitte vorsichtig sein, denn hier können auch Boote reinfahren. An den Bereichen zwischen den abgesperrten Badebereichen wird auch vor dem Baden gewarnt. Wegen Bootsverkehr, Strömungen und hier wirst du rausgetrieben in die offene See. Es ist wirklich sehr starke Strömungen hier teilweise, wo ihr dann echt aufpassen müsst. Es steht nicht umsonst hier das Schild. Und hier seht ihr, was gemeint ist damit. Die Boote fahren auch strandseitig diesseits der Bojen. Ihr müsst da wirklich aufpassen. In dem kleinen Waldabschnitt hinter dem Friedhof gibt es ein richtiges Toilettenhäuschen, was sehr sauber ist, weil es auch hier Servicepersonal gibt. Auf jeder Seite stehen zwei solche großen Wassertonnen, damit ihr euch mit dem Becher die Füßchen sauber macht, bevor ihr in die Toilette geht. Sehr sauber innen und es müffelt auch nicht so. Hier habt ihr die Öffnungszeiten. So, und hier habt ihr nochmal Duschen. Die werden gespeist durch diese großen Behälter, die dahinter stehen. Das sind die Wasserbehälter. Danach folgt hier ein kleiner Abschnitt mit Liegen und Sonnenschirme, die ihr für 700 Rupien am Tag, also den ganzen Tag, mieten könnt, wenn noch etwas frei ist. Das ist ein komischer Vogel und ein altes Restaurant, was schon lange, lange geschlossen hat. Am Friedhof habt ihr dann nochmal große Parkplätze
Und hier sind dann auch wieder Streetfood-Stände. Giallo Burger hat nicht nur Burger, sondern auch lokale Spezialitäten. Die beiden haben gerade geschlossen. Dann kommt Tikeban. Was hat Tikeban denn so? Auch wieder minenfrei, also gebackene Nudeln, Reis und Boulette. Boulette gibt es hier für 13 Rupien. Chicken und Biryani haben geschlossen. Und direkt am Friedhof, zwischen den Streetfood-Ständen, habt ihr eine Bushaltestelle. Eurofood. Hier bekommt ihr Nudeln, Reis und Gegrilltes. Und ein Tüdelner Eiswagen mal wieder. Hier gibt es den großen Becher sogar schon ab 50 Rupien. Ein lecker Eis. Mit Kokos, Schokolade und Waffel. Hier gibt es jede Menge Stände mit Kokosnuss, Ananas und anderem Obst. Roti, Wrap, Burger, Panini und Getränke. Pommes und andere frittierte Sachen. Badeklamotten und Badespielzeug für die Kinder. Hier haben wir Roti, Kebab, Reis und Pommes. Dann Coconut, Ananas und Getränke. So, Kebab, Eis, Slush, Burger, Pommes und diverse andere Sachen. Und hier gibt es dann nochmal Local Food und gemischt mit Grill und Spießen und so weiter. Und an der Straße noch ein Roti-Stand. In dem Bereich gibt es dann auch diverse Sitzbänke. Und hier ist es dann auch wesentlich voller. Nach den Streetfood-Ständen kommen so ein paar Pilze, die Schatten spenden, weil es hier keine Bäume mehr gibt. Dieser Strandabschnitt hier ist sehr korallig, also vergesst eure Badeschuhe nicht. Und dafür könnt ihr aber sehr schön schnorcheln hier. Innerhalb der Absperrung wieder sicher und zum Baden und Schwimmen. Außerhalb der Absperrung fantastisch zum Schnorcheln. Bei Ebbe habt ihr hier 50 cm Wasser bis zur Gicht hinten und könnt hier vorsichtig überall lang schnorcheln und seht hier jede Menge Fische und so weiter. Thank you.
Am Ende des Strandes wieder ein Hinweisschild, dass Baden verboten ist, weil, wie ihr da hinten seht, Felsen und viele, viele Boote sind und stehen und fahren. So, hier endet der öffentliche Strand und hinter uns beginnt der Bootstrand bzw. die teuren Hotels. Ihr könnt hier auch baden, aber mit Vorsicht. Nach der letzten Kurve habt ihr hier eine Polizeistation und ein Café, Bäcker, Restaurant und Bar. Wer hier einen Covid-Test machen will, muss, wie auch immer, wird hier auffindig. Dann gibt es zwei Geldautomaten unterschiedlicher Art und noch ein Restaurant und Bar. So, und ganz am Ende gibt es dann noch einen kleinen Straßenhöker mit Obst und verschiedenen Sachen. Und noch einen kleinen Kramshop und ein Tourbüro. Hallo Leute! Hallo! Heute zeigen wir euch mal die Hauptstraße von Flick and Flack. Ja, einmal hoch und runter. Was es hier für Läden gibt und so weiter und so fort. Hier drüben gibt es schon mal Titi Snack. Eine Snackbar, die mal geöffnet hat und mal nicht. Hier gibt es so lokale Sachen wie Bulette und Nudeln und sowas. Dann gibt es hier ein Tourbüro. Und es gibt hier einen Friseur, der immer abends offen hat. So, hier habt ihr ein kleines Kiosk und eine Apotheke. Ganz versteckt hier ist eine Bar an der Ecke. Und nochmal ein Tourbüro, ein Geldautomaten und ein Imbiss. So, und auf der anderen Seite ist ein kleines Shopping Center. Das zeigen wir euch jetzt. Da gibt es den Jumbo Express Supermarkt drin und die Öffnungszeiten seht ihr hier auf dem Schild. Hier geht's runter oder hier geht's runter zum Jumbo Supermarkt. Und hier geht's dann hoch in die kleine Shopping Mall. So, hier in der Mall habt ihr dann Souvenirladen, einen Friseur, eine Apotheke. Da hinten sind diverse Restaurants. Und hier habt ihr noch einen Klamottenladen. So, nicht alle Läden haben immer geöffnet. Teilweise ist es sehr willkürlich hier. Deshalb können wir euch jetzt nicht sagen, was da drin ist. Aber danach kommt ein thailändisches Restaurant. Hier seht ihr wieder ein Tourbüro und ein Massagecenter. Gegenüber ist der Gummienten-Center. Hier gibt es nicht nur die Gummiente, hier gibt es auch Souvenirs. Magnete, paar Klamotten und so weiter. Jede Menge Souvenirs. Nebenan gibt es Gemüse. Und dann kommt ein kleiner Kiosk. Hier habt ihr ein paar Klamottenläden, eine Pizzabude und ein Tourbüro. Wird neu gebaut. Und gegenüber ist was geschlossen. So, dann kommt Biosante, irgendein Biocenter, keine Ahnung, Therapie, irgendwas und ein Tourbüro. An der nächsten Ecke habt ihr ein Kiosk, ein kleines Restaurant, ein Klamottenladen und ein Massagesalon. So, dann kommt ein kleines Geschäft, was abends offen hat. Mal wieder ein Tourbüro und ein Restaurant. So, und unter dem Dodo, unter dem Riesendodo, befindet sich ein Baumarkt. Dann gibt es hier einen kleinen Pizzaladen und gegenüber eine Klinik und Apotheke. Nach der Klinik kommen dann diverse Restaurants. Und die sehen nachts dann so aus. Ein Italiener, ein Masala-Gourmet und dann noch scheinbar ein Inder.
Danach kommt noch eine Boutique. Dodo Chérie. Und Chess Christine hat dann abends geöffnet. Und hinter der Kurve kommt dann das. Nach der Kurve geht es dann weiter. Hier habt ihr ein Baumarktgeschäft. Ist gerade geschlossen. Ist aber auch eh unwichtig. Wir wollen hier nicht renovieren. Und da geht's weiter. Hier könnt ihr dann parken und habt hier verschiedene kleine Geschäfte. So zum Beispiel Badeklamotten, eine Art kleiner Drogerie, Geldtransfer, irgendwas mit Aluteilen und eine Snackbar. Kleines kreolisches Restaurant, einen kleinen Minimarkt und noch ein Baumarkt. Aber wir wollen hier nicht renovieren. Gegenüber habt ihr ein kleines Restaurant mit lokalen Spezialitäten. Dann habt ihr noch ein Baugeschäft und Pizza, Burger, Restaurant. Immobilien und einen Lampenladen. Kommt ein Friseur und ein Farbengeschäft, falls ihr doch renovieren wollt. Ganz am Ende noch ein kleines Bistro, Coffeeshop. Vorsicht vor Kokosnüssen. So, auf der anderen Seite haben wir dann Haushaltswarengeschäft, einen kleinen Rotiladen und eine kleine Boutique. Ein kleiner Supermarkt, ein kleines Restaurant und nochmal ein Haushaltswarengeschäft. Abends findet ihr hier in der Straße viele Grills und Restaurants. Die Bar am Jumbo Express hat abends geöffnet. Das ist auch reger Betrieb. Hier gibt es einen kleinen Kiosk, der hat auch geöffnet. Hier kriegt ihr so ein paar Sachen wie Alkohol, Flaschen, Chips, Kekse etc. Hier wird Fisch, Würstchen, Baguette gegrillt. Dann habt ihr hier noch einen Stand mit Bulette, Soup, Suppe und einen Grill mit Hähnchen, sehr viel Hähnchen. Austern, frische Austern könnt ihr hier auch bekommen. Wenn du abends noch ein Stück Torte haben willst, bekommst du bei Dodo Chérie eins.